Moin moin und herzlich willkommen zur 14. Folge von Gold Rush The Game. Ja, wir wollen jetzt schauen, ob unsere gute Strähne anhält. Vorher machen wir aber das Licht aus. Weil hell genug ist es mittlerweile. Dann einmal Wasser schöpfen. So. Und damit. Und mal gucken, was rauskommt. Wasser drauf. Und let's go. Für was? 1,01 Unzen. Sehr schön. Wieder über eine Unze Gold. Das freut mich richtig. So kommen wir natürlich deutlich besser vorwärts. Zack. Wieder voll machen. Den schalte ich jetzt erstmal ab. Haben wir wieder mehr Geplätscher, jetzt wird man hören können. Manchmal ist es echt ein bisschen tricky, dass es richtig erkennt und dass man dann schippen kann, aber es geht. Thank you.
wenn wir an die mobile Waschanlage haben, da brauchen wir halt auch noch weitere Schläuche, Verbindungsstücke, weil so lang sind die Schläuche nicht, dass wir über die entsprechende Länge kommen. Ja, müssen mal gucken, dass wir es überhaupt schaffen, so weit zu pumpen dann auch. Wird's bewirkt, fängt wahrscheinlich an zu regnen. Yep. Das ist jetzt so wie ein Kühler. Ah, mal gucken, ob unsere Strähne denn dann weiter anhält.
Ja, wir probieren es mal mit noch einer Schaufel. Auch wenn da jetzt wieder die Meldung kommen wird. Ne, kommt nicht. Oh, passt gerade so. Ups, hier einmal raus. Damit. Dann gibt's Strom. Und einmal Wasser. Mal gucken, wie viel dieses Mal rauskommt. ...1,06 Unzen. Unsere höchste Ausbeute bisher. Sehr, sehr schön. Es geht vorwärts. Wir werden schneller. Wie viel Sprit ist hier nur drin? Mehr als genug. Nein, nicht hier lang. Da lang. So, das haben wir aus. Material ist durch. Dann können wir die Pumpe abschalten. Und das war's dann auch wieder mit dieser Folge. Unsere Glückssträhne, dass wir mehr als eine Unze pro Durchgang rausholen, scheint zu halten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wie immer natürlich, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert den Kanal, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.